Hallo liebe Freunde, willkommen zu meinem Kanal. Heute möchte ich euch erzählen, wie das alles anfing bei mir mit Thailand. Wann bist du denn erstes Mal nach Thailand gekommen? Also, das erste Mal kam ich nach Thailand 1991 nach Pattaya. Das war der Hammer. Tagsüber alles okay. Aber nachts verwandelte sich Pattaya in eine faszinierende, exotische, fremde Welt voller Erotik. Aus den Bars, da riefen die Mädels, "Hello, sexy man, come inside, please, sexy man, sit down, please." Man musste nur die Arme ausstrecken und man war nicht mehr allein. Pattaya war damals ein Männerparadies. Eigentlich ein großer Supermarkt, bei dem man alles kaufen konnte, fast alles, was man wollte, was das Herz so begehrt. Ja, das war Pattaya 1991. Warum nach Koh Samui? Ja, warum nach Koh Samui? So viele Freunde in München haben zu mir gesagt, ah, du musst mal nach Koh Samui fliegen, nach Koh Samui. Das ist eine wunderbare, romantische Insel. Na gut, dann bin ich 1992 nach Koh Samui geflogen, im Januar. Für mich war Koh Samui eine verschlafene Hippie-Oase. Eine Paradiesinsel im Sonnenschein. Man könnte auch gelten lassen, Wilder Westen. Für die einen war es Ruhe und Entspannung. Andere konnten wiederum finden, in langen, warmen Nächten, Erlösung vom Blues des Lebens. Von den Schmerzen der Existenz. Lamai war damals der Mittelpunkt von Koh Samui und die Bluesbar. Dort spielte die Mekong Blues Band. Jimi Hendrix, Muddy Waters, Eric Clapton, Rolling Stones und ich habe da auch gleich mitgejammt. Ja. Da gab es ein geflügeltes Wort. Wo treffen wir uns heute Abend? Ja, in der Bluesbar. Ja, wir treffen uns in der Bluesbar. Okay. Und alle haben sich dann in der Bluesbar getroffen in der Nacht. Das ging oft bis 3 Uhr, 4 Uhr früh. Ja, das war Koh Samui 1992. Wann hast du dich entschieden, in Thailand zu leben? Ich habe mich entschieden, in Thailand zu leben, 1996. Aber da muss ich kurz ausholen. Ich musste mich entscheiden zwischen München, Leipzig, Jamaika, Amerika und Thailand. Und ich habe mich für Thailand entschieden. In München war nicht mehr viel los, musikalisch, auch meine Beziehung war zu Ende. In Leipzig hatte ich eine tolle Zeit. Ich war 3 Jahre lang mit meinem Freund Willi musikalischer Aufbauhelfer. Wir beide haben im Hotel Deutscher Hof gespielt, fast jeden Abend bei Karl Debritz im Hotel Deutscher Hof. Das war eine super tolle Zeit. Aber irgendwann ging auch diese Zeit zu Ende. In Jamaika, da können nur die großen Superstars singen oder spielen, wie Paul McCartney in den Hotels. In Amerika musst du bleiben. Da musst du länger bleiben. Amerika ist sehr kreativ.
ist schon okay. Aber in Thailand, da ist das Klima wunderbar mild und warm. Die Thais sind nett und freundlich. Das Essen ist sowieso toll. Ein bisschen scharf, aber sehr gut. Ja, es ist billig und ich konnte auch Musik machen in Hotels. Also, es war Thailand. Und ich habe es bis heute nicht bereut, mich entschieden zu haben, nach Thailand zu gehen. Das war mit die beste Entscheidung meines Lebens. Kannst du einen Rat geben für jemanden, der in Thailand leben will? Einen Rat geben? Ja, das Wichtigste ist natürlich finanzielle Sicherheit. Und alles mehr easy nehmen, einen Gang zurückschalten. Einfach freundlich sein, nett sein zu den Leuten, dann sind sie auch nett zu dir. Wenn du noch eine Beschäftigung hast, das ist natürlich auch sehr gut, dann langweilst du dich auch nicht. Hier hast du so viel, du hast die Sonne, das Meer, du hast Berge. Ja, ist schon ein kleines Paradies hier. Okay, das war mein Rat. Einen Gang zurückschalten. Ja, Freunde, das war der Anfang von mir in Thailand. Ich habe ja noch viele Abenteuer und Erlebnisse zu erzählen. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sawadee Kap, Amazing Thailand.